Peter, ein Flugzeugabsturz. Gib ihm noch 2 Kubik. Lassen wir ihn in Ruhe sterben, das wäre menschenfreundlich. Nein. Der kommt wieder zu dir, du wirst doch keine Experimente mit einem Sterbenden machen. Was wir hier tun, können wir medizinisch jederzeit vertreten. Du hast getan, was du konntest. Was ich konnte? Ich hätte ihn von seinen Qualen erlösen sollen. Und das wäre ethisch? Vielleicht nicht, aber es wäre menschlich gewesen. Er lebt, das Gehirn arbeitet noch, du musst mir helfen. Helfen? Du hast wohl deinen Verstand verloren. Hier sein, sie bringen eine Ambulanz mit. Wir haben nicht viel Zeit. Du versündigst dich, Peter, lass die Toten ruhen. Spannung ist zu hoch, Ella. Das ist gar nicht möglich. Der Zeiger steht auf Null. Auf Null? Nicht zu glauben. Sieh dir diese Aufzeichnung an. Vielleicht will es uns etwas über den Absturz mitteilen. Was meinst du damit? Ob es ein Unfall war oder nicht? Wer wünschte den Tod von Holt? Ja, Doktor, wo wollen Sie, dass ich anfange? Wer ihn gehasst hat? Oder wer geglaubt hat, dass er von seinem Tod profitieren würde? Oh, da könnte ich Ihnen eine sehr lange Liste aufstellen. Ich war Max Holts Freund. Dann haben Sie ja Sammlerwert. Ja. Sie denken, dass ich ihn umgebracht habe, nicht wahr? Das haben Sie doch gestern bei Stevenson sagen wollen. Na und? Meinen eigenen Vater, warum sollte ich sowas tun? Raten Sie. Schluss mit diesem Irrenexperiment. Noch kannst du es. Nein,